Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Wir haben beim letzten Mal uns in die Unterrichtsstunde der magischen Tierwesen gewagt und dürfen jetzt einen Kniesel bürsten und füttern. Und da bürsten wir einmal den Kniesel und dann füttern wir es auch. Zack! Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Oh, guck mal, es wie sie gebürstet werden. Ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Ah, da sind Sie ja. Hier bin ich. Ich würde Sie gerne sprechen. Jawohl. Wir haben uns aber erstmal um die Tierchens gekümmert. Wo sind die Löwen? Ich möchte auch mal einen großen Gryffindor-Löwen in dieser Klasse sehen. Mal, kann ich mich jetzt um jeden kümmern? Mal, ich könnte mich jetzt um jeden kümmern. Ist ja eigentlich total süß. Guck mal, der hat rote Haare. Zack. Zack. Kann ich mich um alle kümmern und krieg dann ein Achievement? Guck mal, ich kann hier sogar reingehen. Zack. 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 Oh. So, guck mal, du kriegst was zu fressen. Und du kriegst natürlich auch was zu fressen. Ja, guck mal, und hier, du kriegst auch eins. Ah, da stehen ja die Namen, die Recall. Ah ne, das sind die Namen, also nicht die Namen, sondern was das für eine Dinger sind. Guck mal, die mögen mich jetzt. Zack, zack. So, haben wir alle? Hier ist ein Schloss. Okay. Den hier haben wir. Ja. Na gut. Wir haben alle. Wir haben alles gefüttert. Alle gefüttert. Alle sind versorgt. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Ja, das Ohr gejuckt. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Guck mal, und da kriegen wir nämlich die Gegenstände dann von den Tieren. Ich muss mit dir reden. Komm her. Und können die dann auf unsere Ausrüstung anwenden. Das wäre natürlich nice. Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orgiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut. Geh voran. Das hatte ich gehofft. Poppy einfach schon verliebt in uns. Wenn's um Tiere geht... Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher der Erste. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, ich sag ja. Wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Poppy ist verknallt in uns. Ach, was für ein Wetter. Findest du nicht auch?
Wunderschön. Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Na gut. Bleib zurück. Ein Hippogreif. Jo. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Guck mal hier. Deine Chicken Nuggets. Sieht eher aus wie, Kroketten. Hui. See you later. War schön mit dir. Und? Was hältst du von Wolkenschwinge? Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen, aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber... ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Alright. Wir sind also an der Sache dran mit den Wilderern. Und Poppy, ich zieh mal an dir ganz entspannt vorbei, um dann hier wieder stehen zu bleiben. Warte mal, finden wir hier vielleicht dieses Flusskraut? Wir hier am Fluss sind. Ja. Könnte es ja auch Flusskraut geben. Sieht aber momentan hier nicht so aus. Aber diese Pilze finden wir überall. Schade, ich dachte vielleicht, wir finden hier irgendwo Flusskraut oder sonstiges. Aber sieht ja anscheinend nicht so aus. Gut, aber jo. Dann haben wir das erstmal gemacht. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Hauptmission. Ich gucke nur mal kurz hier, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Aber hier sind nur die Pilze. Und die interessieren mich erstmal weiter nicht. Gut, machen wir weiter im Text.
Aufträge. Jawohl. Trollbekämpfung können wir bald auch machen. Machen wir das hier mal. Der mondbesessene Hausmeister, Gladwin Moon, der Hausmeister von Hogwarts, möchte mit mir über etwas sprechen. Ich sollte mich in der Empfangshalle mit ihm treffen. Gladwin Moon und der mondbesessene Hausmeister. Hahaha. Was für ein Wortspiel. Das könnte einer meiner Titel sein für eine Folge. Und wir lernen Alohomora und können dann Schlösser der Stufe 1 wahrscheinlich öffnen. Das wäre doch vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Gut, dann müssen wir ans andere Ende von Hogwarts. Einmal in die große Halle. Oder Richtung große Halle. Und da geht's dann weiter. Bam, 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 bam. Ui, sorry. Hier sind wir doch richtig. Müssen wir aber warten. So, nochmal eine Nacht drüber geschlafen. Da ist er. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtung, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Ah. Seit einem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Das sind die Demi-Guise-Statuen. Einige sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demiguys. Ein Demiguys? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demiguys. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demiguise auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Der Lehrerturm?
Ich weiß nicht, ob ich da hinein sollte. Ach, nur keine Sorge. Sie kommen zurecht, wenn Sie nur darauf achten, dass man sie nicht sieht. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohumora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Na gut. Allohomora. Na gut, werden wir mal das hier machen. Und wo haben wir denn dann den Allohomora-Zauber? Achso, den haben wir unter den Basiszaubern. Okay, das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Allohomora. Nutze Q, E und A, D, um die Funken zu bewegen und die Scheiben zu drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Dies öffnet das Schloss. Okay. Q, E und A, D. Sie sind drin. Denken Sie dran. Lumos. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Allohomora. Gott, oh Gott, oh Gott. Liebe Mirabel, meine liebe Dot hat nach dir gefragt. Vielleicht kann ich sie überzeugen, für ein oder zwei Butterbier vorbeizukommen, wenn du kommen würdest. Es ist schon viel zu lange her. Wenn du es schaffst, vorbeizukommen, könntest du dann wohl ein paar deiner Pflanzen mitbringen, die ganz besonders stark duften und vielleicht... seit dem Trollangriff hören die Kunden nicht auf, sich über den Geruch von, glaub's oder nicht, alten Socken zu beklagen. Anscheinend war ich bisher nicht in der Lage, den Gestank zu übertünchen. Ich hoffe, dich bald hier zu sehen, mit oder ohne Pflanzen, deine Freundin, Serona. Okay. Revelio. Revelio. Gut, hier gibt's nichts weiter. Wir nehmen natürlich alles mit, wenn wir schon mal hier sind. Guck mal, hier gibt's auch einen Schlüssel. Professor Fig, ich habe gerade Ihre letzte Eule erhalten. Ich bitte um Entschuldigung für meine späte Antwort. Ich erhalte immer noch eine erhebliche Menge an Zuschriften bezüglich der Quidditch-Regelreform, die das Stutschen untersagt. Ja, Stutschen, keine Ahnung. Was meiner bescheidenen Meinung nach dem Spiel seine moderne Form verliehen hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Zuschauer vor allem ein Interesse an Quidditch haben, weil sie hoffen beobachten zu können, wie Hüter grün und blau geprügelt werden.
Bezüglich Ihres Briefes, ich möchte Ihnen im Namen des Ministeriums versichern, dass alle potenziellen Gefahren für die Welt der Zauberei überaus ernst genommen werden. Ich habe Ihre Bedenken registriert und sobald es die Kapazitäten erlauben, wird sich die Abteilung für magische Strafverfolgung der Angelegenheit widmen, insofern es Ihr Zeitplan erlaubt. Wir schätzen die Ansichten von erlesenen Zauberern wie Ihnen sehr und Sie können beruhigt sein, dass wir die Angelegenheit im Griff haben. Sollten Sie es wünschen, kann ich veranlassen, dass meine Sekretärin Plätze beim diesjährigen Quidditch-Finale für Sie und eine Begleitperson besorgt. Ich bin mir sicher, Sie wollen ebenfalls gerne von den Ergebnissen einer effizienten Regierungsarbeit profitieren. Wärmste Grüße, Faris Spavin, Zauberei, Minister. Ja, ja, die guten Beamten, die sind ja immer, die schnellsten, ne? Wer kennt es nicht? Das ist auf Stufe 2. Ah, wir müssen ihm mehr Monde zurückgeben, um einen besseren Alohomora-Zauber zu lernen. Das ist ja sehr interessant. Wenn du Reveille ausführst, werden Orte, an denen sich Autoritätsfiguren und Gegner unentdeckt bleiben. Ja, das haben wir schon rausgefunden, tatsächlich. Da oben haben wir zum Beispiel einen. So, ist der Schlüssel jetzt schon nach unten gerast? Oder ist er immer noch da oben? Er müsste doch jetzt eigentlich... Ist er noch nicht hier runtergerast? Ach man, ich dachte, der Schlüssel ist schon da. Wo ist denn der? So. Alohomora. So nämlich. Oh mein Gott. Mein lieber Abraham, Sie wären überglücklich, wenn Sie wüssten, dass die Kinder des Ortes auf der Straße vor Ihrem Arbeitszimmer mit Koboldsteinen spielen. Sie sind ziemlich charmant, muss ich sagen. Mir ist aufgefallen, dass die Jüngste keine eigene Koboldsteine hat, also habe ich ihr einen von ihnen geliehen. Ich wusste, dass Sie nichts dagegen haben würden. Ich hoffe, auf dem Schloss läuft alles gut. Ich bin erleichtert, dass Sie gut angekommen sind. Schreckliche Geschichte über diesen Herrn aus dem Ministerium. War er wirklich mit Elisa unterwegs? Und jemanden aus der Schülerschaft? Einfach furchtbar. Schreiben Sie mir, wenn Sie einen Moment Zeit haben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten der Teilnehmer des diesjährigen Akio-Duells. Ihre Schüler bewundern Sie so sehr, mein Lieber. In Liebe, M. Okay. Revelio. Whoever this is. Hier könnte ich ja theoretisch eigentlich aufhören, den Zauber zu wirken. Aber naja. Oh, Gold. ja, wir müssen jetzt hier irgendwie rauskommen. Aber das, liebe Leute, machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und dann hoffen wir mal, dass wir nicht erwischt werden. Ich denke mal, man müsste dann einfach nur die Mission neu anfangen, aber das muss ja nicht sein. Beziehungsweise man wird zurückgesetzt an Anfang und geht dann einfach wieder rein. Aber das muss ja nicht sein. Wir versuchen natürlich so stealth wie möglich unterwegs zu sein. Und ja, dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.